Von egal von wo du guckst. Propeller Peter is watching you. Propeller Peter hat dich immer im Blick. Und vor allen Dingen, wenn man wirklich ganz tief reinguckt, ne? Guck mal hier. Der Blick des Todes. Do you wanna play a game? Sollen wir den mal austricksen? Wie denn? Komm her. So, jetzt fokussiert er uns, ne? Mhm. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir über Kreuz. Mhm. Ne? Du gehst dahin und ich gehe dahin. Dann fängt er an zu schielen. Mhm. Pass auf, 3, 2, 1, go. Ja. Ja. Ihr habt einfach einen Schaden. Ich dachte jetzt, der macht so jetzt so. Genau. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich finde das wirklich ein schönes Bild von dir. Nee, guck doch mal wirklich rein. Und vor allen Dingen, das sehe ich am geilsten. Ja, mein Schnörres. Was ist das? Mein Schnörres. Das ist noch kein Schnörres. Oh nein. Ey, nicht. Und also jetzt hab ich wirklich. Was willst du mir sagen? Ab jetzt ist es. Du bist einfach heute Morgen so zur Arbeit gekommen. Digga, ab jetzt ist es offiziell. Was für offiziell? Du bist Propeller, Peter. Ja, doch, schon lange. Ja, also! Ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Firma JP Performance GmbH. Wir gehen jetzt rüber an den Rechner und glaubt mir, darauf habt ihr lange gewartet, das wird gut, das wird lustig, denn. Vielleicht wird's ja auch wirklich gut. Denn wir haben eine Dame kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Hier liegt Mayonnaise. Ah, cool, die hab ich gesucht. Wir haben eine Dame kennengelernt vor. Hier liegt Ketchup! Wir haben eine Dame kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Und zwar genau in dieser Situation. Wenn ihr was wissen wollt, fragt. Verdichtung. Genau. Verdichtung, die Hubraumdame, ne? Das war sie. Sie ist immer noch tief in meinem Herzen drin. Und die Dame. Aus Amerika. Wohin willst du? Wirfst du denn? Wirfst du denn hin? Vor allen Dingen auch gegen das Licht, man sieht nichts hier, Alter. Aber nee, das war jetzt gut. Ey. Reflex war heftig. Träger. Auf jeden Fall haben wir diese Dame kennengelernt. Und sie arbeitet bei Firma RaceChip. Und wollen wir nicht alle rausfinden, was die Firma RaceChip drauf hat? Flo, wollen wir das rausfinden? Ja. Guter Mann. Und wir werden rausfinden, was die Firma RaceChip drauf hat, mit unserem wunderschönen i20N. Ich meine, er hat ja schon mal jetzt wirklich die komplette Zerstörung gemacht bei dem Polo. Also das ist wirklich nicht gut gelaufen. Kommentare weiß ich nicht, weil das haben wir nämlich gerade gedreht. Und wir haben es deswegen gerade gedreht, weil ich auch so heiß bin, diese RaceChip-Scheiße zu probieren. Weil ich will wirklich wissen, was rauskommt. Also erstmal gehen wir auf die Seite und gucken uns mal an, was die Firma RaceChip verspricht. Es geht um Leistung, oder? Leck mich doch am Zückerli. Mehr Leistung. JP Performance, yeah. Jean-Pierre Krämer mein Name. Hallo, nur so. Ach so, ja, okay. Gemeint, Peter, das kann man bei dir aber manchmal echt nicht wissen, doch. Aua. Ah, natürlich. Man, ah. Mal schon. Ja, es geht um das Thema Leistung. Ja. Okay. RaceChip. Ja. Okay. Software. Eben nicht. Nicht. Es ist eine Zusatzbox. Ah, okay. Jetzt müsst ihr euch reinziehen, was dort steht. Also, es geht los. Wir gehen jetzt drauf. Wie lange habe ich auf diesen Tag gewartet? All your life. All alive. Ne? Mit der Außendienstlerin. Digga? Laptop kaputt, mal aufklappen vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Ich muss hier anmachen, glaube ich. Ja, da ist er. Und eine Maus auch noch? Eine Maus haben wir auch noch. Also, wir gehen auf die Seite RaceChip. Das hört sich schon gut an, ne? Sehr gut. RaceChip bietet an Zusatzsteuergeräte für gewisse Fahrzeuge. Wir können unseren Rechner mal hier chippen, er ist ein bisschen langsam, merke ich gerade. Digga, was ist denn los hier? Oder weil er gerade angemacht wurde, ne? Ich glaube, du brauchst einen M1-Chip oder M2. Ich glaube nicht. Doch. Dafür bin ich echt zu dumm. Nein, das macht dir das Leben einfacher, auch für dumme Menschen. Ich rede nicht weiter jetzt. Okay, nein. Ich rede nicht weiter, ich nehme es einfach so hin. Okay. Auch für dumme? Auch für dumme Menschen. Das war jetzt nicht, war keine Anspielung. Guck mal. Nee. Guck mal, sogar noch alles auf hier. Also, Fahrzeug konfigurieren. Hyundai i20 1.6er TGDIN. Okay? Da gehen wir drauf. Mhm. Also, es gibt drei Varianten, wie wir hier sehen. Chip-Tuning für Ihren Hyundai. Variante 1. Erzielbare Motorleistung. Das ist eine Information. Das wollen wir mal anklicken erstmal. Bei der angegebenen Mehrleistung bzw. Gesamtleistung in PS und Newton handelt es sich um eine bei diesem Motor erzielbare Mehrleistung bzw. Gesamtleistung. Daher Abweichungen nach oben und nach unten sind möglich. Diese können beispielsweise durch Serientoleranz des jeweiligen Fahrzeuges bereits im Neuwagenzustand beim Hersteller die Qualität der verwendeten Kraftstoffs oder auch auf den Wartungs- und Alterszustand des Fahrzeuges verursacht werden.
Der Einbau einer Zusatzsteuerung muss, sofern Straßenverkehrsordnung unterliegende Strecken bewegt wird, durch einen amtlich anerkannten Prüfer. Okay, muss eingetragen werden. Die Hersteller muss die Fahrzeugbescheinigung eintragen. Okay, okay, perfekt. Wir müssen also Papiere dann bei sein, weil geil, wenn es eintragen muss, aber keine Papiere bei sein. Mhm. Ah, ohne TÜV-Teilegutachten. Ach, guck mal, jetzt geht's los. Pass auf, beide bereit. Also, jetzt wird schon geil jetzt. Bist du bereit? Ich bin bereit. 20 PS, bis zu 20 PS und 58 Newtonmeter. Okay? 5 Feintuning-Mappings, bis zu 10% Spritersparnis ohne TÜV-Teilegutachten. Da muss ich aber jetzt in den Raum werfen, darf man überhaupt noch Produkte verkaufen ohne TÜV-Teilegutachten? Das in den Umlauf bringen von nicht TÜV-fähigen Fahrzeugteilen ist nicht erlaubt. Mhm. Selbst Rohre, mhm. Ne? Selbst Edelstahlrohre, habe ich Abmahnungen im Internet gesehen. Nicht mehr reinzuschreiben für Motorsportzwecke und so. Genau. Ich wollte gerade sagen, eigentlich bist du doch safe, wenn du sagst, nur für den Rennbetrieb. Nein, das gab es mal, aber ich kenne auch Online-Jobs, die wurden abgemahnt, weil die Edelstahlrohr angeboten haben. Und Winkel und Rohre, weil daraus könnte man einen Auspuff bauen, der dann nicht eintragungsfähig wäre, weil du den selbst gebaut hast. So, und dann sag ich mal ganz klar, wenn du von vornherein anschreibst und TÜV-Teilegutachten, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Rechtsanwälte, die dann sagen, nee, das kriegen wir doch hin, aber... Oder die Firma ist groß genug und kann dann dem widerstehen, aber soweit ich weiß, das nicht so gut. So, das ist die erste Variante. Dann gibt es die Version RS, wahrscheinlich für... Rennsport. Die bietet 5 PS mehr mit 25 PS und 73 Newtonmeter. Hier gibt es sogar 6 Feintuning-Mappings. Bis zu 15% Spritersparnis. Ja, also hier sparst du nochmal mehr Sprit. Hm. 5% nochmal mehr, okay. Und ein Jahr Motorgarantie bis 3.000 Euro Schaden. Was natürlich bei so einem modernen Auto auf jeden Fall reicht. Kurze Frage. Ja? Du hast ja 5 Jahre Garantie auf den Hyundai. Verfällt das dann? In der Regel denke ich schon. Okay. Gut. Punkt. Perfekt. Und natürlich ist es auch ohne TÜV-Teilegutachten. Okay. Natürlich. Und eine App-Steuerung optional 59 Euro. Kostet 279 Euro. 179 Euro kostet die erste, 279 Euro. Jetzt kommt die Version GTS. Für? Steht für? Gran Turismo. Dafür steht das. Gran Tour Sport. Keine Ahnung, gerade ein Grand Tour Sport, ich weiß es nicht. Ja, ja, okay, ja. Yeah! Also, Version Nummer 3 ist GTS. Aber die Autobild Sportscast hat das Produkt mit sehr gut bewertet. Ne? Darf man nicht vergessen. Ein sehr renommiertes Blatt, was dafür bekannt ist, sehr ausführliche, gute Tests zu machen. 31 PS bietet die GTS-Variante. Jetzt gibt es sogar schon und 23 kW bis zu 23 kW und 87 Newtonmeter, okay? Mhm. Das ist ja schon mal was, 87 Newtonmeter. Das spürst du schon unter dem Bonbon. Das wirst du merken. Und 7 Feintuning-Mappings bis zu 15% Spritersparnis. Jetzt gibt es schon 2 Jahre Motorgarantie bis zu 5.000 Euro. Und einmal Umprogrammierung bei Fahrzeugwechsel. Ah, weil die Box identisch ist, dann gehen die wahrscheinlich einen zweiten Kabelbaum dazu. Und dann kannst du deine Box mitnehmen für ein anderes Kfz. Hm. Das ist klug. Cool. Das ist klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Und jetzt, Achtung Leute, jetzt ist auch ein TÜV-Teilegutachten dabei. Haben wir die App-Steuerung eigentlich mitgekauft, Herr Kubik? Haben wir? Große Kreuz gemacht, ne? Einmal so. Und dann haben wir dafür sage und schreibe 439 Euro plus 59 Euro ausgegeben. Das ist schon nicht wenig Geld. Und für dieses Geld möchte ich meine 31 PS haben. Kann natürlich auch abweichen, wurde ich ja hier aufgeklärt. Und 87 Meter. Aber wir wollen mal rausfinden, was da jetzt rauskommt, indem wir jetzt Folgendes tun. Wir werden dann wir müssten einmal grob schätzen, was das Auto auch so beschleunigt. Mhm. Ne? Weil es gibt viele Softwareoptimierungen, die den Schaltvorgang nicht so schön finden. Das heißt, das Auto wird auf dem Prüfstand die Leistung schon machen, aber wie reagiert das Motorsteuergerät mit den Schaltanschlüssen? Ne? Von Ladedruck Aufbau, Abbau im Schaltvorgang und wieder Aufbau. Da gibt es manche Autos, die da ein bisschen Ladedrucküberschreitung haben oder Drehmomentüberschreitung, die im Steuergerät ja hinterlegt sind. Die kann so eine Box in der Regel eigentlich nicht wegmachen. Da werden wir mal schauen, wie es damit umgeht. Und dann werden wir diese wunderschöne wie nenne ich es? Hochmoderne. Race-Chip-Box einbauen. Was hast du so doof? Ich habe gerade auch die Nachricht bekommen von Manuel. Aber ohne TÜV-Teilegutachten hast du auch nichts gekonnt. Nee. Ich will mal gucken, was es noch so gibt. Also, es gibt VW, BMW,
Mercedes-Benz, Alfa Romeo. Viel. Ja. Jaguar Iveco, Lamborghini, Urus. Das ist der 4-Liter-Motor. Das wird natürlich. Guck mal, was da rauskommt. 4 Liter. Und was bieten sie da an? Eine nur. Nur das große. Aber nur 58 PS und dann das schafft er auf jeden Fall. Ohne TÜV-Teile-Gutachten. Hallo! Hallo, Polizei! Polizei! Also, wir legen los. Okay, bis gleich. Ich bin sehr gespannt. Also, erstmal Jalo-Verrohrung. Original sieht wirklich sehr gut aus. Die Sensoren, die der Racechip gleich abgreifen wird, sind Ansaugbrücke, Vordrosselklappe und Nockenwellensensor. Daraus baut er sich das zusammen. Das sehen wir gleich, wenn wir es dazwischen bauen. Das müsste installiert sein innerhalb von 5 Minuten. Das ist echt beeindruckend. Aber erstmal gucken wir uns an, wie viel Leistung macht das Auto so im Serienzustand. Dann springen wir mal rein, ne? Wir haben den schon mal gemessen, was jetzt nicht schlimm ist. Okay. Also wir haben jetzt gemessen, 201 PS haben wir gemessen, 201,39 PS und 311 Newtonmeter war die Serienleistung. Wir bauen jetzt schnell die Racebox ein. Der Manni hat schon auf dem Werkstatt-Handy die App installiert. Ich muss eigentlich zum Arzt, weil da ist meine Erinnerung. Ein paar Minuten brauchen wir noch. Ich muss das MRT. Okay, das ist ein MRT. Okay, wir bauen das schnell ein. Bis gleich. So. Sehr schön verpackt. Das sieht wirklich sehr wertig aus. Schönes Bild. Keine Lust, selbst einzubauen. 39 Euro Einbauservice. Okay, GTS i20N. Und dann ist jetzt hier der passende Kabelbaum drin, der hoffentlich auch Markierung hat, was Nockenwelle ist und Ladesensor und so. Und du steckst, musst dir so vorstellen, du hast hier deine Verbindung zum Steuergerät, hast hier deine 3 Abgänge und das sind immer so T-Stücke. Das heißt, originale Anbindung, raus, Stecker rein und dann hast du einen offenen Stecker, der original drauf war. Den verbindest du dann wieder damit. Also du machst quasi eine Überbrückung immer und diese Daten gehen dann in das Steuergerät rein, das Steuergerät verfälscht die Werte, schickt sie wieder zurück in die Kreuzung rein und dann wieder in die richtige Station. Das machen wir halt an 3 Stationen. Nachdrosselklappe, Ladedruck, in der Ansaugbrücke und dann halt der Nockenwellensensor. Markiert sind die nicht, nur A, B, C. Aber wir werden es erkennen an den Steckern, denke ich. Dann geht er da wieder in den Original, siehst du? Der nächste ist wahrscheinlich B. Das ist dann Ansaugbrücke. In den Original. Oder in den Sensor. Blindstopfen, dass wenn du das Steuergerät raus hast, dass der Motor trotzdem läuft, als wie wenn es Serie ist. Ah, den gebe ich dir einmal. So. Also von der Qualität her, vom Kabelbaum ist wirklich sehr, sehr gut. Machen wir einmal Strom drauf. Also gucken wir mal, was das Display sagt. Sekunde. Race, ne? Ich bin schon wieder gespannt. So, also. Sport. Race. Race ist 6 und Eco ist 3. Wir haben auch 7, ne Digga? Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht das ist das geheime Feinabstimmung. Oh, 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 oh. Ja, komm, wir machen erstmal Race, okay? Okay. Das ist schon spannend, ne? Also gerade mal geguckt, er soll haben
231 PS mehr. Ja. Wir haben 201 PS gerade gehabt. Nee, 211. Nee. 201 PS und 311 Newtonmeter hatten wir. Und er soll 87 Newtonmeter dazu bekommen. Und wir haben. Ich habe nicht geguckt, also ich weiß nicht. Also, wir haben. Oh. Wir haben 221 PS. Mhm. Also 20 PS mehr. Und wir sind. Oh. Wir sind von 311 Newtonmeter auf 359 Newtonmeter. Hm. Immerhin nicht weniger. Hm? Immerhin nicht weniger. Nee, nee, das auf keinen Fall. Wir stellen mal um auf 7. Das waren jetzt nochmal 3 PS und 5 Newtonmeter. PS. Ja. Also PS-mäßig sind wir bis auf 7 dann ran. Ungefähr 7 PS. Und Newtonmeter-technisch fehlen immer noch, also 311 haben wir gemessen, plus 87, sind 398. Und wir haben 364, sind 34. 34 Newtonmeter fehlen. Mhm. Ein bisschen mau. Wir haben das größte Kit hier, ja? Ja. Ja, ja. Ja, Mensch, Mensch. Mensch. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, was die Straße sagt, ne? Mhm. Bis gleich. Prüfstandsraum und denk mir gestern, wo ist Peter? Hey, der hat gesagt, du kommst hier hoch? Da, dann falsche Kommunikation hier. Aber warum rufst du denn nicht an? Hast du das gehört? Aber du hast mir gesagt. Ja, ich dachte. Warum sagst du denn, dass er. Ja, ich weiß. Was willst du nicht einhalten? Ja, pass auf, ich habe unten. Ach, stimmt. Oh. Ich habe gerade was Hunger und dein Magen knurrt. Nein, du musst nicht sauer sein, Schatz. Ey, entspann dich, Dickmops. Okay. Ja, auf jeden Fall. Hier, wir sind voll im Race-Chip-Modus. Und Race-Chip ist eine spannende Sache. Ich habe mich auch mental auch vorbereitet auf diese unfassbare Beschleunigungsorgie, die wir jetzt erleben werden. Okay. Denn wir haben jetzt eine Mehrleistung von, ich habe es vergessen, wir haben so viel Mehrleistung. 224 PS. Und also, wenn ich meinen Mund ganz kurz bewege, müsste es abspeeden. Wir haben so viel Mehrleistung. 224 PS. Zum Beispiel. Ja, so kann man das auch machen. Ja. Okay. Willst du noch jemanden ärgern, bevor wir gehen, oder? Ich überleg's gerade. Ja? So, was mit dem Herrn hier? Boah, was geht? Nix. Er redet gerade mit mir, das kann man irgendwie besser erstrecken, aber du hast ja eigentlich ziemlich ähnlich erstreckt jetzt. Ja, ich hab... Was schneiden Sie denn? Ist das ein Video der Zukunft? Nein! Nein, ist ein Video der Vergangenheit. Ein Vergangenheit? Okay, dann dürfen wir ja zeigen. Aber das war sehr wild. Also das ist... Das ist krass, ne? Das ist sehr, sehr krass, was ihr da gemacht habt. Ja, ist echt. Ja. Auch wie er fährt, ne? Wie er reinfährt. Ja. Ja, ist voll geil. Ein paar Haare abschneiden und bei dir dran kleben. Ich bin stolz auf dich, Peter. Ich bin stolz auf dich. Danke. Weißt du, wer stolz auf dich ist? Meine Mama. Richtig. Also, da haben wir Messung. Ja, ja, alles dabei. Yeah. Guck mal, was da? Guck mal, was da steht. Guck mal, der Mike hat einfach so einen grünen Raum gebaut. Das ist einfach so, das ist ein Design so. Ja. Ein grünes Design. Ist das dein Zimmer für die gute Laune jetzt? Ja. Warum machen wir das? Ein gute Laune-Zimmer. Gute Laune-Zimmer, ne? Ja. Okay, cool. Das wird cool. Guck mal, da hier so Laser-Effekte schon so. Na, da kommt noch mehr. Ja, noch mehr. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ist wieder Milwaukee hier, ne? Guck mal. Ja. Wie weit geht der Laser? Frage. Gucken wir mal. Nicht in die Kamera, oder? Digga. Krass. Boah. Not bad, ey. Ja. Man muss vielleicht können wir in einem neuen Gebäude, was demnächst kommt, testen, wie weiter geht. Aber so Lasern muss man echt aufpassen. Ja, aber wenn man da reinguckt, dann kann man sich die Augen verblitzdingsen, ne? Oder auch die Kamera. Nein. Ja, der Sensor könnte schon. Was ist wichtiger, Auge oder Kamera? Ich denke Auge. Cool. Aber Kamera auch wichtig. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nicht ein bisschen andere Antworten erwartet bei dir. Ja, also, ich lasse ihn sogar schon warm laufen, den i20. Ja, meine i20-Liebe ist ziemlich krass. Ja. Auto ziemlich gut. Julian? Komm. Ganz dezent hängen. Schön getestet. Ja. Da leicht abgeholt. Warum? Warum? Oh. Ich kann ja nicht wissen, dass du hier auf mich wartest. So. Die einzige Info, die ich hatte, war, dass du zu mir hochkommst. Ich habe mich ein bisschen. Aber Moskau wusste die. Ja, das. Ja. Moment, ich mach kurz die Decke dran. Ja, ich halte das. So gut?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Perspektive von dir. Ja? Ja, würde ich so sagen, ja. Hallo. Ich finde es eigentlich ganz angenehm so. Ja? Mhm. Das ist auch scharf, das Bild so? Nee, das ist nicht scharf. Oh. Leider nicht. Okay. Bist du denn auch, jetzt mal wirklich ernst, ne, hier? Bist du überhaupt bereit für das, was gleich passiert? Ich weiß es nicht. Weil ich habe schon ein bisschen Schiss. Ne, vor der. Hätte ich noch einen zweiten Gurt vielleicht mitbringen sollen? Nee. Ein Gurt reicht. Ein Gurt reicht. Ja, okay. Das haben wir bei Hyundai schon vernünftig gebaut. Okay. Weil was wir hier gleich erleben, ist ja eine unfassbare Beschleunigung nach innen. Ja. Das Geräusch, was man hört beim Lenken, ist der Sturz. Ne? Mhm. Weil der Reifen jetzt noch sehr hart ist und noch nicht wirklich warm. Wir haben hier ein bisschen Tropfen drauf. Restfeuchte. Restfeuchte. Ja. Die Stadt Dortmund und Baustellen ist, glaube ich, einfach. Wir sind, glaube ich, Weltmeister. Wir sind verdächtig für den Weltmeistertitel. Hm. Genau, zum Geräusch, wenn man lenkt. Es liegt daran, weil über die Döme bei dem neuen Fahrwerk jetzt haben wir ein bisschen mehr Sturz. Und dadurch ist beim Lenkwinkel fällt der Reifen über die Innenflanke des Reifens mit Lenkung und einem kalten Reifen, dann entsteht dieses Geräusch. Und das ist nicht schlimm. Wenn der warm ist, dann ist es. Dann wird es ein bisschen weniger. Das wirst du gleich merken, wenn wir zum Beispiel rangieren, wenn wir zurückkommen. Mhm. Und es ist sogar eine nasse, kalte Straße. Wir haben draußen nämlich ganz tolle, wunderschöne 6 Grad. Boah, ist das toll. 6 Grad und so richtig typisches Pisswetter in Deutschland. Ja. So ein Fuddel hier. Das ist dein Bart. Ey, wenn ich den wachsen lassen würde, ist schon nicht schlecht. Ey. Was ist dann? Dann kann man einen Bart erkennen. Wer hat dir das gesagt? Das habe ich jetzt gesagt. Ey, das sind. Das glaube ich nicht. Das sind 2 Tage. Soll ich mal wachsen lassen? Das sind 2 Tage bei mir, guck mal. Ja, aber das, wenn du ihn wachsen lässt, das stimmt, das wird, die 8 Haare werden länger. Aber es ist ja kein Bart, Digga. Du musst mal die Jungs am Borsigplatz sehen. Das ist kein Bart, sondern das ist quasi wie eine Teerpappe, die da im Gesicht hängen haben. Das ist hart. So, was du hast, das sind Fussel. Das ist schon ein bisschen mehr als Fussel. Es hat so Fussel Level 2 erreicht. Fussel Level 2? Ja. Ich wusste nicht, dass das gibt. Ich auch nicht. Auf jeden Fall, was ich jetzt spüren will, eine Box, eine Tuning-Box und ich gehe da wirklich neutral ran. Ne? Ich war lustig mit Racechip und so und ich fand jetzt auf der Internetseite den Auftritt auch etwas, ja, für ein gewisses Klientel perfekt. Für so Idioten wie mich, nicht. Auspuff-Sound ist echt brutal. Ne? Und zwar schaue ich mir jetzt erstmal an, wie er in den Ladedruck reingeht und ob da eine gefühlte 2-Phasen-Ladedruck-Abstufung ist. Quasi, er geht in seinen Serien-Ladedruck, sagt sich über die Box, wenn die Box langsam ist oder wenn die Werte nicht so gut verarbeitet werden, ah, warte mal, ich muss ja mehr machen, weil wir gehen ja an die Sensoren dran, weil die Sensoren sagen dem Steuergerät weniger Druck als ist und somit hebt er den Druck natürlich an. Aber auch dabei kann es manchmal passieren, dass die Box nicht schön funktionieren. Wir geben mal Gas. Wie viel PS mehr sind es mal sein? Okay, das ist doch sehr nass jetzt. Ja. Okay, das Mehrdrehmoment ist deutlich spürbar. Deutlich spürbar. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade durch den Monsun. Kennst du das noch? Ich kenne das, ja. Wer ist das? Ich kenne es vom Hören, aber den Text kenne ich nicht. Welche Band? Welche Band? Ich weiß jetzt auch nicht. Nur vom Hören weiß ich es. Ich glaube, das wird sich in den Kommentaren wiederfinden. Oh, ich glaube. Das kann sehr gut sein. Tokyo Hotel. Stimmt. Ja, genau. Wie du das einstudierst. Ja, das ist dieser Typ. Wie du das einstudierst. Das ist doch dieser Typ mit den langen schwarzen Haaren. Der ein Typ? Und so. Dieser eine Band, aber dieser Haupttyp halt, der hat halt so lange schwarze Haare gehabt. Diese komische Frisur, da weißt du. Ja, ja, ja. Ist so, ich kenne den. Ist der Bill? Ja. Oder Tom? Den Bill. Bill? Bill. Okay. Oder? You tell me. Ey, ich hab den nicht so verfolgt, bin ich ehrlich. Also wir haben deutlich Traktionsprobleme, was aber eigentlich kein riesengroßes Problem ist, denn wir machen jetzt Folgendes. Wir brechen das jetzt eben hier ab, weil es ist wirklich zu nass, und bauen nochmal unseren Ladeluftkühler ein. Also was wir merken ist, einen krassen Anstieg im Drehmoment schon, ne? Also sonst würde die Räder nicht so durchdrehen, das macht der, hat er vorher nicht gemacht im Regen. Und da ich das gut testen kann, weil es gefühlt jeden Tag regnet und momentan, weiß ich das. Also das Drehmoment ist schon deutlich größer und stärker und auch voluminöser. Den Schaltübergang versuche ich jetzt zu testen von 2 auf 3. Ist okay, weil was da manchmal passiert ist, dass im Schaltübergang das Steuergerät sich so doll erschreckt,
dass der Drehmoment Berg oder das Ladedruckfenster sich zusammenbricht und er dann im neuen Gang wieder aufbauen muss. Und dadurch ist auf dem Prüfstand eine höhere Leistung zu erkennen, aber in der Beschleunigungszeit nicht. Weil aufgrund dieser Aufbauphase verlierst du ja wieder Zeit und dann kommst du am Ende des Tages gleich raus. Das Auto ist vielleicht 0,1, 0,2 schneller, als es eigentlich sein sollte. Das werden wir aber rausfinden, wenn es gleich trocken ist. In der Zwischenzeit bauen wir die Front ab, schauen uns den originalen Ladeluftkühler an und dann bauen wir einen wunderschönen Ladeluftkühler von einem deutschen Markenhersteller ein. Okay. Peters Augen so. Ja. Wenn wir einen Auspuff machen, wird das krass. Ich habe Angst, dass es schlechter wird. Irgendwie schon, ne? Weil es ist halt einfach schon sehr, sehr gut. Und clean und so. Ja. So, wir reißen das vorne mal auseinander, schauen uns erstmal den Originalen an und dann zeigen wir euch das Tuning-Produkt. Meines Vertrauens. Das deutsche Tuning-Produkt. Das deutsche Tuning-Produkt zeigen wir euch dann. Moment. Was ist? Ist am Regnen? Bisschen, ja. Okay. Nee, passt schon. Nee, geht schon. Ich wollte nur fragen, ob es immer noch regnet. Richtig. Ja, ich bin ja nicht aus Zucker, alles gut. Nee, ne? Ich kann das ganz gut. Du bist ein Mann, ne? Ich bin sowas von. Du bist ein Kerl. Bisschen Kerl, ne? Ja! Ja, ja. Düskes! Ja, ich auch! Nein! Pass auf den Penner auf! Ja! Ciao! 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 Tschüss! Mhm. Wird das hier geregelt? Warum machen wir das? Regeln aber auch noch. Riecht es immer noch! Zucker, ein bisschen nicht, ne? Nein. Okay. Nee. Perfekt. Sag mal, hast du eigentlich einen dickeren Arsch bekommen? Ich hab 10 Kilo zugenommen, seit ich hier bin, also ja. Das ist schon eine Kiste. Da kommt der nächste raus im Fenster. Schönes Wetter, oder? Marius. Hammer. Marius. Hat der einen dickeren Arsch bekommen? Aber du hast ein bisschen dickere Po-Backen bekommen. Ja, aber es freut mich auch, dass du drauf guckst. Nee, ich guck voll drauf. Ja. Weißt du warum? Weil diese Cargo-Hose zwischen den Backen so ein bisschen einklemmt und wenn du gehst, sieht es aus wie so, man sieht so richtig Jiggle, weißt du so. Also OnlyFans, ja? Ich würde sagen, es ist Zeit. Dann verdiene ich wenigstens genug Geld. Ich fürchte etwas. Das hier unten wird der Ladeluftkühler nämlich sein. Also haben wir schon die maximale Größe drin? Oder was nö, das würde ich nicht behaupten. Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass bei diesen kleinen Wagen die Hersteller wirklich diese langen Ladedruck- oder Ladeluftwege sehr in Kauf nehmen. Ne? Weil, also, komm mal hier runter. Der Perillo kommt von ganz oben von der Drosselklappe. Ne? Siehst du das? Das ist ein Hartplastikrohr hier. Mhm. Runter. In diesen relativ weichen. Dann da in die Verschraubung rein, ja. Durch den Ladeluftkühler und dann hier wieder raus und dann hier Richtung Turbolader. Die Thematik ist nur, dass der Turbolader auf der anderen Seite des Motors ist. Das heißt, das sind ein paar Meter. Also ein paar Meter. Könnte man das irgendwie anders lösen? Könnte man das anders lösen. Eine Wasserladeluftkühlung wäre natürlich etwas, es ist immer sehr kostintensiv. Ne? Mhm. In diesem Fall wäre zum Beispiel eine Wasserladeluftkühlung in der Ansaugbrücke eine Lösung, dann wäre das sehr kurze Wege. Wäre doch Tuningpotenzial oder? Nee. Nee, okay. Also ja, aber das wäre kostenmäßig sehr, sehr, sehr groß. Okay. Dann ist hier auch zu sehen, dass das schon eine sehr kleine Kupplung auch ist. Ne? Guck mal, das ist der Durchmesser von der Kupplung selbst. Getriebeeinheit ist auch wirklich sehr klein. Für so ein drehmomentstarkes Auto ist das wirklich sehr kompakt gebaut. Geht aber auch dann nur, wenn dementsprechend die Gangräder halt dementsprechend auch hochwertig sind. Ne? Überleg mal, wie du den hin und her gesteuert hast, von was genau. Du für Gänge reingekloppt hast. Weil das ist nicht größer als ein Golf 2 Getriebe wirklich. Ne? Das ist schon ein kleiner Apparat hier. Also wir sind gerade kurz gefahren, Manni. Da kann ich nicht meckern. Also wir können es so nicht testen, aber der Drehmomentberg, der da jetzt kommt, ist ein anderer. Schon gut. Nee, wirklich. Ich bin all mein Spaßgehabe und so kann ich so jetzt gerade nicht aufrechthalten. Können wir schon abziehen?
Das ist der Kollege. Das Stückchen hier. Und das ist wirklich relativ zart. Jetzt schauen wir uns noch den Wagner Ladeluftkühler an. Schauen wir mal. Quasi wie beim Mini Cooper. Der verläuft ja auch unten, beim R56 zum Beispiel, verläuft ja auch unten so lang, der Ladeluftkühler. Und dieses Stückchen, was wir haben, nach oben hin bis zu dem Aufprallschutz, dieser Querstrebe, das wird dann auch noch mit Kühlernetz dementsprechend aufgefüllt. Aber wir legen die gleich trotzdem mal nebeneinander und schauen uns auch trotzdem mal die Tiefe an. Weil diese Tiefe, die er hier von da nach hier aufbaut, die hat der nicht, der andere. Mhm. Also, Kühler. Was ich mal ganz schön finde, ist, dass die Schläuche hier Übergänge haben. Siehst du das? Dass wenn man die drauf schiebt, dass in dem Rohr das auf Stoß ist. Mhm. Siehst du das? Ja, ja. Das ist die Materialstärke des Rohrs. Und wenn du es reinschiebst, verbindet sich das auf einer Höhe. Ja. Auf beiden Seiten. Das ist cool. Ja. Und was für eine Leistungssteigerung würdest du jedem so einen Ladeluftkühler empfehlen? Bei der Ladedrucksteigerung von ab 0,6 Bar. Okay. Kann man es empfehlen. Aber man kann auch mit einem Bar mehr mit dem originalen Ladeluftkühler fahren. Das funktioniert an sich immer, dieses Prinzip. Nur dein Temperaturfühler an der Ansaugbrücke, der lässt halt einfach weniger Leute in die Disco. Weil die Temperatur ist so hoch, dann sagt er, die Disco ist heiß. Ich weiß, ich wollte alle tanzen, aber das passt nicht mehr rein. Hiermit bauen wir eine Klimaanlage in die Disco und sagt er, ihr könnt ruhig mehr Leute rein, weil die Disco ist kühler, könnt ihr alle schön tanzen. Und das heißt, die tanzen trotzdem, also dass das Auto fährt. Nur wenn dann auch noch zum Beispiel, wir haben draußen mal so einen Supersommer. Mit 38 Grad, das ist super heiß und du gibst Gas. Die Ansaugtemperatur steigt auch. Der Ladeluftkühler von der Effizienz geht runter. Dann können wir irgendwann in den Bereich, dass der Sensor an der Ansaugbrücke Temperaturfühler sagt, ich wollte bis gerade mitspielen, aber jetzt muss ich leider die ersten Reglements machen oder die ersten Restriktionen, dass wir in eine Art Notlauf gehen und dann geht er raus mit Leistung und Ladedruck. Und geht er dann immer so stufenweise immer ein bisschen schwächer? Das hängt vom Auto ab. Vom Auto ab, ja? Okay. Es gibt Autos so, ich glaube die ersten Autos so 996, Turbos, da war einfach Leistung oder Nicht-Leistung. Aber bei, oder Manni? Ganz moderne Steuergeräte haben ja auch eine stufenweise. Temperaturabhängig. Meistens so ab 50 Grad Ansauglufttemperatur wird da rausgenommen. Ja, das fängt langsam an. Ich glaube bei 40 Grad oder sowas war das, glaube ich. Das ist auch schon mal langsam wegen Zündwinkel und sowas genau, zu dann ziehen. Genau, dann nimmt er das alles raus. Spritzt auch ein bisschen mehr ein, um runterzukühlen. Entzündung raus. Ladedruck wird begrenzt. Genau. Also man kann daraus ziehen, dass ich den Ladeluftkühler auf jeden Fall in wärmeren Gebieten immer empfehlen kann, damit man die Leistung beibehält. Also in den Lastmomenten. Ne? Mhm. Zum Beispiel jetzt einen Ladeluftkühler empfehlen jemandem, der zum Beispiel immer nur auf der Autobahn durch die Gegend cruist. Für den ist das, der wird nie zu seinem Einsatzbereich kommen, der Ladeluftkühler. Ne? Mhm. Sondern es ist mehr, wenn Drosselklappe auf, 100%, Düsen laufen, Ladedruck läuft, dann wird es dünner. Also sonst, ja, also ein Ladeluftkühler. Und man muss auch sagen, dass Serienladeluftkühler gut sind. Die sind gut. Von der Kühlleistung her reicht das voll und ganz aus. Wenn man mehr Druck drauf gibt, dann hat man öfters das Problem halt, dass sie dann aufplatzen können. Bei Kunststoff, ja genau, ja. Stimmt. Das sehen wir aber gleich bei den Kästen, wie die gefertigt sind. Weil wir haben schon länger keinen Ladeluftkühler mehr so richtig eingebaut, merke ich gerade. Ein bisschen her, ja. Ja, stimmt. Genau, das nehmen wir jetzt raus und dann legen wir nebeneinander. Und dann können wir das schön vergleichen. Oh, 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 oh. Also, das Erste, was mir ganz klar ins Auge springt, und das finde ich auch sehr, sehr gut, ist der Rohrdurchmesser. Ne? Weil, schau dir das mal an. Das heißt, der Gegendruck, der erzeugt wird in dem Kühler, ist deutlich höher, als das hier der Fall ist. Dann volumentechnisch ist es halt auch ein anderes Thema. Also wir haben einmal bei dem Wagner Ladeluftkühler ein Eingangsmaß von 58. Zu 44. Das ist schon in Quadratmillimetern ist das echt schon eine ganz schöne Fläche. Dann halt spiegelt das so schon mal sehr gut wieder. In Prozent ist das schon eine ganze Menge. Ich würde sagen, wir gehen mal eben an den Rechner von Marius wieder. Der wird bestimmt stehen, wie viel Prozent der größer ist, bevor wir jetzt hier anfangen rumzurechnen. Dann kommt dazu halt immer die Strömung, ne? Weil das hier ist unelegant. Ja? Ja, ja, ja. Und dann raus. Hier ist es in einem Flow.
Was er aber auch sehr gut machen kann, aufgrund der Tiefe, die der neue hat, ne, kann er einen schönen, weichen Bogen fahren und kann halt hier seinen Druck abgeben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ist halt auch maximal genutzter Bauraum. Wir schauen mal eben an, wie der da so sitzt. Passgenauigkeit ist sehr gut. Schön aus. Das Wagner-Logo fand ich immer nur ganz geil. Ist nicht mehr da. Kann man ja mit einer Schablone schnell drauf. Aber ich finde, es muss nicht. Ich sehe aber was anderes Interessantes, dass du hier siehst, wie die Netze zusammengesetzt werden. Weil hier ist ja das Netz anders, als es bei den oberen ist. Siehst du? Das ist ein Element und das ist ein Element. Mhm. Netz. Okay, wir gehen mal eben gucken am Rechner, ja? Ja. Guck mal eben den Unterschied. Ich muss mal einen Rechner haben. Guck dich aus. Okay. So, Wagner Tuning, Hersteller wählen, Hyundai i20. Und dann nehmen wir die Motorisierung N, ne? Also 1,6er TGDI. Also, da ist er Volumen 23 Kubikzentimeter. Der Wagner Tuning Hochleistungs-Tauglichkeit besitzt ein neuartiges Competition-Netz, Tube Fin, mit dem Abmaßen gestuftes Netz 12,9 Liter, welches speziell für die Ansprüche des i20N entwickelt wurde. Dieses Hochleistungsnetz bietet eine 46% größere Anströmfläche sowie 98% mehr Netzvolumen gegenüber dem originalen Ladeluftkühler. Wie finden wir das? Wunderbar, fantastisch. Das war alles? Das ist schon Wahnsinn. Nein, aber das, also 98% ist schon ein Wort, fast 100% mehr. Und halt die Anströmfläche ist gut, um halt die Effizienz zu steigern. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, weil du kannst ja jetzt zum Beispiel auch einen Ladeluftkühler extrem in die Tiefe bauen. Mhm. Dann würdest du mehr Volumen erzeugen, das stimmt. Aber der Ladeluftkühler funktioniert ja nicht nur durch seine Präsenz, sondern der funktioniert ja auch sehr gut durch seine Fläche. Und somit ist die Anströmfläche auch immer ein sehr wichtiges Thema. Aber die Anströmfläche ist, finde ich, relativ in diesem Fall, weil, wir schauen, wie gleich in die Stoßstange drüber gesteckt ist, wie viel sehen wir wirklich von dieser Anströmfläche? Ja, weil da ist das Kennzeichen. Doch, obwohl das, nee, das ist doch von Anströmfläche. Das klappt unter Kennzeichen. Da die Ding ist drin. Bis gleich auf der Bahn. Tschüss. So, wir sind jetzt von ganz viel Regen in etwas weniger Regen, aber trotzdem noch eine Menge Regen auf der Autobahn. Ja. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Und das Wichtigste ist jetzt für mich, die 19,25 ist der Wagen vorher gefahren. Und ich möchte jetzt einfach wissen, was bringt diese kleine Box mit dem lustigen Namen, wo sie viel drüber lustig machen. So, wir geben mal Gas und gucken, was passiert. Jetzt wirkt er gerade nicht so stark, muss ich sagen. Das ist so in den Momenten, der fünfte war stark. Manchmal hast du das Gefühl, der Ladedruck bricht so ein bisschen weg. Ah, das ist schneller, das ist deutlich schneller. Nee. Also ich schätze mal 19,08. Ey, hast du gesehen, die Autobahnabfahrt ist jetzt hier offen, ne? Ja. Ja, pass mal auf. Wir fahren ja immer bis zum Ende, ne? Ja, ja, ja. Und ich habe am Sonntag letztens für mich so ein bisschen Sachen geguckt und habe mir gedacht, was passiert, wenn ich hier runterfahre? Pass mal auf. Ich mache einen Test. Wir fahren jetzt mal untertourig los und lassen den Motor pumpen und wir fahren dieselbe Zeit, ohne Schaltfeder. Pass auf. Ehrlich? Pass auf. Das ist ein Versuch. Und da würde ich, also wir müssen dann doch einmal schalten zum Schluss, glaube ich. Also ich würde jetzt die 4 probieren. Ja. Okay, so. Also in der 4, untertourig, untertourig, untertourig. Jetzt pumpt er los. Und jetzt kann die Leistung voll abgeben. Voll abgeben. Voll abgeben. Jetzt müssen wir einmal schalten. Wir fahren 17,6. Siehst du? Ja gut. Ein bisschen bergab, aber nicht viel. Ja, aber nicht viel. Nicht viel, nein. Nicht viel. Und das deckt sich ja mit meiner Vermutung. Mhm. Weil das ist ja ein großer Unterschied. Das würden wir nicht schaffen, wenn wir die Gänge fahren. Und das ist dieser leichte Nachteil bei einer Box. Wenn du jemand bist, der einfach nur durch die Gegend fahren will und will mal so Gas geben, dann hast du diesen Bums. Aber so und merkst du sogar. Ja, ja, kommt erstmal kurz nichts. Genau. Ja, mega interessant. Trotzdem würde ich die Box drin lassen. So, also dieser mehr Bums, den spürst du auf jeden Fall. Also etwas. Ja, ja, ja. Ich finde schon. Ich finde schon. Und das macht dir schon Freude so. Genau. Wir schmunzeln mehr, ne? Ja. Schmunzeln wir nochmal? Tschüss.